Stunde mit dem früheren Europameister Max Zwingler, Vizemeister auch bei der Deutschen Meisterschaft, der in einem spannenden Spiel die Karte Großkamp verloren. Der Mannschaft weiter fast auf dem Rappel. Zwischen den Blöcken E und F dort beim Jonas gespannt stand, ist Max Zwingler jetzt live. Super, viel Spaß. Auf dann. Wir starten jetzt auf dem Center-Court in den Damen-Doppel. Für alle, die gerne zu spät zu uns gekommen sind, wir haben mehr oder weniger verschiedene Zeitfenster am heutigen Tage. Freuen uns gleich auf die Platz Nummer 2 als die Olympischen Siegerin, Carolina Marin, die wir dort das nächste Match bestreiten. Wir haben unglaublich spannende Duelle noch vor uns. Das Match of the Day, das wird dann ganz am Ende auf dem Center-Court. Raphael Beck und Carla Nelte gegen Chris und Gary Adcock sein. Ein wildes Finale, das heute zum Finale war. Danke wieder für heute. Bitte einfach kurz zu holen und im Namen des ganzen Teams nochmal welcome. Yannick's General of 2017.
Aber wir sehen, Dänemark ist und bleibt die führende Nation in Europa mit starken Spielern und einige haben die Chance, morgen noch am Halbfinaltag dabei zu sein. Trotzdem auch Kompliment an die beiden Chinesen, die sich hier mehr als tapfer gewehrt haben und auch die kriegen hoffentlich nochmal von Ihnen einen kräftigen Applaus. Thanks a lot, wir sind bald hier in Germany. Wir rufen auf das nächste Damen-Einzel im Viertelfinaltag. Court Number 3, Women's Single. Umpire Lina Engel, Germany. Service Judge Mattia Reunig, Slovenia. Es ist der Kampf um die japanische Meisterschaft, mehr oder weniger. Denn es ist ein innerjapanisches Duell. Zwei Ladies, die da heißen, from Japan, Miyatsu Mitami und Ayumi Mine, from Japan. Court Number 3. Thank you.
Zuschauer. Viele von ihnen sind Stammgäste, aber auch viele neue Zuschauer. Und gerade kam ein kleiner Junge zu mir, meint, warum schreien die denn so? Also alles gut.
auf dem Center Court können wir die nächsten feiern, die das Ticket für das Halbfinale natürlich gewonnen haben.